Ja, guten Morgen. Ja, es hat mal wieder die ganze Nacht geregnet und gestürmt, aber wie ihr unschwer seht, der Himmel ist jetzt aufgerissen, leider erst weit nach Sonnenaufgang, deswegen bin ich heute einfach mal faul ein bisschen länger im Bett geblieben, bis mich dann allerdings Bauarbeiten geweckt haben, denn hier, ihr seht das relativ nah an meinem Stellplatz, da seht ihr den Bagger, haben sie angefangen hier rumzubaggern, deswegen werde ich jetzt auch direkt die Kurve kratzen und erstmal zum Dolyedellen Castle fahren. Das ist eine kleine Burgruine. Mal gucken, ob sich das lohnt. Ja, hier auf dem Weg zum Dolyedellen Castle hoffe ich, dass wir auch noch an einem Wasserfall vorbeikommen. Der Parkplatz ist hier so circa 300 Yards weg. Hier geht es jetzt hoch. Man muss dann direkt durch einen Hof. Und wer hätte es gedacht, der Hof hat natürlich Schafe. Nicht umsonst wird das hier Schafland genannt. Hier sieht man wirklich überall Schafe. Es ist ganz, ganz leicht diesig. Dadurch haben wir natürlich etwas abgemilderte Kontraste in der Landschaft. Das finde ich persönlich heute eigentlich ganz schön. Jetzt kommt die Sonne mal wieder etwas stärker raus. Ja, aber wir haben da auch noch blauen Himmel mit so ein paar Wolken durchsetzt. Also eigentlich optimale Bedingungen. Geil, wie die alle gucken hier, ne? Ein Foto gemacht hier oben mit diesem Baum im Vordergrund, den ich auch sehr, sehr interessant finde. Aber ich schaue jetzt auch mal hoch auf die Burg. Ich habe das Glück, dass es tatsächlich Glück in Anführungszeichen, dass es tatsächlich sich sogar immer mehr zuzieht. Sonst hätte ich das Castle hier jetzt voll im Gegenlicht, denn von der anderen Seite kommt man leider an dieses Castle jetzt nicht ran, sondern nur hier von der Seite und da wäre das eben komplett im Gegenlicht. Das heißt, man müsste hier sehr, sehr früh morgens auftauchen und ich fürchte, am Abend kommt das Licht gar nicht ganz rum. Ja, also wahrscheinlich ganz, ganz früh morgens ist die beste Möglichkeit, das hier
am besten natürlich bei Sonnenaufgang zu fotografieren. Wir hatten bisher nie das Glück, dass es da wirklich klar war. Also hätten wir ein schönes Sonnenaufgangsfoto eh nicht machen können. Insofern müssen wir jetzt einfach alles so nehmen, wie es ist und das Beste draus machen. Also hier ganz vom Rand, also der alten Burgmauer aus, geht das doch. Wenn man es sehr, sehr weitwinklig fotografiert, dann kann ich sogar hier ein bisschen auf die Sonnenseite fotografieren. Aber ich muss natürlich extrem weitwinklig fotografieren und muss die Kamera auch sehr, sehr hoch schwenken. Das heißt, ich muss hinterher die stürzenden Linien sehr stark ausgleichen. Ich bin hier tatsächlich bisher mit zwei Objektiven ausgekommen. Einmal meinem 14 bis 30 mm Lichtstärke 4. Das habe ich relativ oft eingesetzt. Und dann noch mit meinem 24-120 mm Objektiv, auch Lichtstärke 4, was ich auch sehr oft, ich würde sogar sagen, am meisten eingesetzt habe. Ja, das ist ein sehr, sehr allroundiges Objektiv. Mein starkes Teleobjektiv bis 400 mm habe ich tatsächlich noch nicht einmal hier ausgepackt. Habe ich auch meistens gar nicht im Rucksack, weil das natürlich bannig schwer ist. Und ich bisher hier noch gar nicht so richtig die Notwendigkeit hatte, das wirklich zu nutzen. Ja? Also mit den zwei Optiken bin ich hier bisher komplett durchgekommen durch diesen Wales-Fototrip. Dann natürlich noch mit meinen Filtern, die ich immer dabei habe, also Verlaufsfilter, ND-Filter, Neutraldichte-Filter, gerade mit den ganzen Wasserläufen hier und den Wasserfällen. Gerade den Verlaufsfilter natürlich auch, weil wir hier, wie gesagt, immer sehr oft einen sehr zugehangenen Himmel haben und um da noch so ein bisschen Struktur reinzubekommen, habe ich den ganz oft abgedunkelt und dann kommt diese Struktur schon bei der Aufnahme ins Bild. Ja, so, ich gehe erstmal wieder zurück zum Auto. Ich habe hier alles, denke ich, fotografiert, was ich wollte. Worauf man hier im Übrigen am meisten aufpassen muss, ist auf Scharfscheiße. Es ist hier wirklich überall. Ich drehe mal die Kamera um und filme hier mal ein ganz bisschen den Weg. Überall liegen die Köttel. Die sind dann meistens auch schon platt getreten auf der Treppe. Man sieht das, denke ich. Selbst hier muss man halt aufpassen, dass man nicht direkt auf der Schafscheiße ausrutscht. So, und auch das muss natürlich einmal mindestens sein, wenn man in England ist. Fish and Chips gibt es hier in Wales natürlich auch mit Salt and Vinegar auf den Pommes. Und wenn ihr euch fragt, warum das hier so laut ist, ich sitze hier direkt an einem riesen Wasserfall. Ja, der ist hier im Hinterhof dieser Fish and Chips Bude. Naja, ich lasse es mir jetzt schmecken. Ja, das ist hier eigentlich auch ein ganz bekanntes Motiv hier dieser Region, und zwar das Teehaus an der Brücke. Natürlich ist das eigentlich schöner, wenn das
komplett mit rotem Laub umhüllt ist. Das passiert natürlich im Herbst irgendwann. Dann ist das eingebettet von grünen Bäumen eine kurze Zeitspanne lang. Ja, dann hat man wirklich so ein rotglühendes Haus inmitten von grünen Bäumen. Ist jetzt leider noch nicht ganz der Fall. Und wie das immer so ist, ja, ich dachte mir, naja, das Motiv ist jetzt vielleicht nicht so toll. Gehst du mal nur mit der Kamera und dem 24-120 hin. Und ich habe das jetzt hier schon mal ausprobiert, habe die Kamera hier hingelegt und habe so eine angedeutete Langzeitbelichtung gemacht. Das sieht natürlich besser aus, wenn der Fluss hier ein bisschen weicher wird und fließender und ich eben eine Langzeitbelichtung machen kann. Dafür brauche ich aber meine Filter. Länger konnte ich jetzt nicht belichten. Also doch nochmal zurück zum Auto, Stativ holen, Filter holen. Man sollte den Rucksack immer mitnehmen.